Ein Affe als Schiedsrichter. Ein Hund und ein Fuchs gehen zusammen durch den Wald. Da entdecken sie plötzlich eine große, frische Wurst, die mitten auf dem Wege lag. Irgendjemand musste sie verloren haben, weil Tiere schließlich ihnen auf die Wurst. Denn jeder wollte sie für sich alleine haben. Nachdem sie eine Weile unentschieden mit dem Hund gekämpft hatten, einigten sie sich, einen Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Affe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Wurst behalten dürfe. Hund und Fuchs trugen also dem Schiedsrichter ihren Streit vor. Der Affe hörte aufmerksam zu. Schließlich sprach er das Urteil. Die Sache ist klar. Jedem von euch gehört genau die halbe Wurst. Damit zerbrach der Affe die Wurst und legte die beiden Teile in zwei Schalen einer Waage. Das eine Wurstende war schwerer und so neigte sie die eine Schale nach unten. Der Affe biss von diesem Stück einen großen Hammer ab und fraß ihn auf. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sich die andere Schale nach unten. Abschnapp biss er auch von diesem Teil einen Hammer ab. Wieder prüfte der Affe das Gleichgewicht und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Stück Wurst zu schwer war. Einmal von jedem Teil bis der Affe ein Stück ab. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichgewicht an. Die Wurstenden wurden immer kleiner, die Augen von Hund und Fuchs immer größer. Schließlich, futsch, futsch, war sogar die beiden Wursttippen verschlungen. Die Wurst hatte lecker geschmeckt. Mit eingezogenem Schwanz schlichen der Hund und der Fuchs davon. Sie waren so wild über sich selbst und den Schiedsrichter, dass sie nach kurzer Zeit übereinander hergingen und von neuem anfingen zu raufen. Der Affe aber freut sich über das leckere Mahl.